Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt im Kapitel Nummer 4 von der Mega-Kampf-Herausforderung. Wir gucken hier mal kurz rein, wir können heute nämlich hier noch was abholen. Das ist ein Nebulak, das zählt aber glaube ich nicht für heute, weil das nämlich schon eingelöst war, aber sich noch im Pokémon-Stempel befindet. Im Pokémon-Stapel, nicht Stempel. Von den Aufgaben, die ich abschließen kann für den Stempel, habe ich glaube ich jetzt nichts da. Es ist jetzt 15:55 Uhr. In 2 Stunden startet dann auch die Raid Mania, beziehungsweise, was haben wir hier noch? 3 großartige Würfe. Vielleicht schaffen wir das ja hier, wenn wir das Flecknoil versuchen zu fangen. Das war schon mal daneben, das wird also nichts. Ansonsten müssen wir die Belohnungen von Kapitel 4 noch abholen. Würde mich natürlich interessieren, wie hat euch die Spezialforschung gefallen? Fandet ihr das cool? Fandet ihr das zu einfach? Fandet ihr das zu schwer? Gerade mit den Aufgaben der Raids, das ist ja immer so eine Sache. Ich fand es eigentlich ganz chillig, dass man da die Bibo-Energie vollgekriegt hat, dass ich mein weibliches Bibo nachmachen konnte. Jetzt habe ich leider keine Pokémon mehr hier am Start. Doch da unten kommt noch eins. Vielleicht kann ich da noch den Rest abholen. Hier gibt es erstmal 10 Bälle, 3 Toppeleber, 3 Hypertränke. Eine Pokémon-Belohnung und 5000 Erfahrungspunkte, 2500 Staub. Wir nehmen das mal mit. Mal gucken, was da drin ist. Ein Roserade. Jetzt weiß ich, wo der Bockwurst ging, das Roserade her hatte. Ich will aber den großartigen Wurf noch machen. Deswegen lassen wir das alles mal weg und versuchen das einfach so. 3 großartige Würfe sind jetzt auch fertig. Das heißt, den Rest von Roserade kann ich versuchen, mit einer gelben Beere zu fangen, wenn es rauskommt. Machen jetzt mal eine gelbe Beere drauf, bewerten das dann, mal gucken, wie das aussieht. Wir können jetzt auch die Bälle nehmen, davon habe ich eh genug, auf großartig. Und ich fand es halt cool, dass man jetzt einfach durch die Aufgaben, durch die nächste Spezialforschung noch Bibor-Energie bekommen hat, dass man Bibor nicht raiden musste, um es zu entwickeln. Und Mega Tauboss ist ja auch freigeschalten. Kommt ab Freitag, heißt es, ihr seht auch hier, noch 1 Tag und 6 Stunden ist diese Spezialforschung da zum momentanen Zeitpunkt. Feldforschungsaufgaben mit Tagesbonus, Feldforschung mit Mega-Bibor-Energie, befristete Forschung, erhöhte Mega-Raid-Anzahl. Brauche ich danach eigentlich nicht mehr. Es wechselt ja auch dann der Raid-Boss von Cresselia zu Arktos. Arktos, danach Zapdos. Ich denke mal, im Oktober wird es auch mit Lavados weitergehen. Wir holen das jetzt hier aber ab, dass wir den Stempel noch haben. 11, 12, ja, die 13 fehlt. Das 13. war Sonntag, als ich beim Biala war und wir zurückgefahren sind. Biala! Der alte Schluchthof, du, ich sage dir. Das haben wir also fertig, das haben wir auch fertig. Hier können wir sogar auch schon abholen für die 50 Münzen. Das vergesse ich jedes Mal. Selbst wenn ich sehe, ich habe alle Aufgaben erfüllt, ich vergesse so oft einfach noch die 20 abzuholen. Normal seid ihr aus den Arenen geflogen und wart dann fertig. Hier müsst ihr extra auf die 20 draufdrücken, dass ihr die 50 zusammen habt. Das finde ich sehr umständlich. Und so wie es hier aussieht, ist mein Pokémon aus der Arena geflogen, was schon fast 200 Tage gesessen hat. Das ist ja hier jetzt nur 5 Tage, 7 Tage, 20 Tage, also ist zurückgekehrt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ansonsten können wir das Giratina hier gleich wieder füttern, so wie es aussieht. Den Rest können wir hier zumachen und ja, wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf Mega Tauboss? Die ganze Zeit dieses Jahr wurde das vergessen. Haben wir es nicht geschafft? Wird das nicht freigeschalten? Ich glaube, das lade ich hier am Donnerstag noch mit hoch. Am Freitag müsste Mega Tauboss dann kommen. Ich werde natürlich eine Mega Tauboss Raid machen. Ganz am Anfang wieder aufstehen, Mega Tauboss machen, euch einladen und braucht dann wieder Mega Tauboss als männlich, Mega Tauboss als weiblich. Aber ansonsten hätte ich keinen Grund, Mega Tauboss zu machen. Ich bin immer noch kein Fan von diesen Mega-Entwicklungen. Da ist egal, selbst wenn dann auch Mega Mewtwo kommt oder irgendwas. Wenn ihr das eh nur in den Raids benutzen könnt, das immer nur 4 Stunden hält und ihr dann Energie sammeln müsst, damit ihr das irgendwann mal entwickeln könnt, sonst wie, und da farmen müsst, ich finde das einfach richtig dämlich. Deswegen, ich mache die Raids, damit ich den täglichen Pass für was nutzen kann. Ich meine, Arktos, Zapdos habe ich auch alles als Shiny, habe ich gute IV. So kann ich den täglichen Raid Pass auch mal für Mega Tauboss ausgeben, dass ich da die Pokédex-Einträge hole für das männliche, das weibliche. Ich werde gucken, dass ich ein 100er entwickle und ein Shiny entwickle, insofern die männlich-weiblich sind, dass das aufgeht. Und dann warte ich, bis Hundemon kommt, dann irgendwann bis Mega Gengar kommt und so weiter. Aber so richtig auf einer, also so richtig
wie nennt man das? So richtig grün bin ich mit den Mega-Entwicklungen immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Spezialforschung hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Für Mega-Gänger gibt es ja dann auch wieder sowas Ähnliches. Also müsste ja, was dann am Freitag beginnt, die Kumpel-Herausforderungen, die Mega-Kumpel-Herausforderungen, da müsste es auch wieder eine Forschung geben, denke ich mal, dass ihr dann eben dieses Mega-Gänger freischalten könnt. Jetzt freue ich mich auf die Raid-Stunde, weil ich das jetzt hier am Mittwochnachmittag aufnehme. Und lade es dann am Donnerstag hoch und wir sehen uns morgen dann wieder bei Mega Tauboss. Mal gucken, gibt es ja sicherlich auch direkt als Shiny aus dem Raid, wie bei den anderen bisher. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.